Und jetzt gibt es eine neue Folge von Profis und Stuhlgänge. Ja. Alles amerikanischer Scheiß. Stuhlganggeschichten sind sehr schön. Ich habe mal Durchfall gehabt. Das ist eine sehr ekelhafte Geschichte, aber muss ich mal erzählen, wenn es um Stuhlgang geht. Ich habe Durchfall gehabt, war mit meinem Hund Gassi. Damals hatte ich die Lady noch und ich wusste nicht, wo mein Hund ist. Ich habe fast in die Rust geschissen, war unterwegs im Feld und denke, ich kann es nicht mehr halten, ist mir jetzt gerade egal. Habe meinen Socker ausgezogen, habe gedacht, das nimmst du als Toilettenpapier. Setz mich hin, kack, denke, wo ist mein Hund? Auf einmal kommt sie vorgelaufen, ich habe auf die Lady geschissen und hab's nicht gemerkt. Die war total vollgesudelt. Da habe ich echt gedacht, scheiße, mein armer Hund. Das war das erste Mal, dass ich mich für meinen Stuhlgang geschissen. Da sollte man vielleicht so zwei Versionen von diesem Video machen. Vielleicht einen ab 18. Bist du ein Toilettenstinkkacker? Bist du auch so ein Stinkekacker? Ich könnte jetzt hier hinscheißen und du könntest... Es wird nicht riechen. Es riecht nach Rosen bei dir. Laber nicht so du könntest mit deiner Frau ehrlich da drin essen. Also, du brauchst dem Markus nicht alles glauben. Viel. Und als nächstes ist das so... Damals aufgestanden, scheißen gegangen. Nach 20 Minuten musste ich wieder scheißen. Das war so. Geht doch gar nicht. Doch, zweimal am Tag. War das der Haufen? Ganz normal. Also mein schlimmster Haufen war vor New York. Da hatte ich aber Probleme mit der Entwässerung. Da habe ich 2 Tage nicht geschissen, habe aber 2,5 Kilo trockenen Reis gegessen. Das war so eine Schüssel, dass wir den Roomservice anrufen mussten, weil in den USA gibt es ja keine. Und das Ding, du weißt ja, in den USA sind ja so Drehspülungen, ja, ja, ne? Und da hat es gedreht und gedreht, aber es ist nichts runtergegangen. Das heißt, das Ding ist komplett randvoll gewesen. Da habe ich den Roomservice angerufen und gesagt, excuse me, sir, I have a toilet problem, bin raus, habe ihm $10 aufs Bett gelegt und habe gedacht, so, jetzt macht er Arbeit, viel Erfolg. Ich trinke jetzt meinen Kaffee in Ruhe, setze mich und schließe mich ein. Hau ab. In diesem Sinne, macht's gut, ciao.